In den Kundenbüros der heimischen Versicherungswirtschaft herrscht nach wie vor reger Betrieb. Die Branche hat das Jahr 2008 und die erste Hälfte des heurigen Jahres vergleichsweise gut überstanden, sagt der Chef der Grazer Wechselseitigen und Spartenobmann der Versicherungsunternehmungen, Ottmar Ederer. Die meisten Produkte seien trotz der massiven Finanz- und Wirtschaftskrise weiterhin gefragt. Das operative Geschäft, also das Versicherungsgeschäft, ist durchaus solide. Hängt immer davon ab, ob es stärkere Naturkatastropheneinwirkungen gibt oder nicht. Das Jahr 2008 war zwar durch die Stürme von Paula und Emma durchaus recht stürmisch, aber das hat die Versicherungswirtschaft sehr gut überstanden. Zwar habe es zwischendurch einen krisenbedingten Rückgang bei Kfz und Lebensversicherungen gegeben, doch dieser Abwärtstrend habe sich bereits wieder umgekehrt, sagt Ederer. Deutlich zu spüren bekommen haben aber alle in der Steiermark vertretenen Branchenunternehmen die Krise an den Kapitalmärkten, also bei den eigenen Veranlagungen, was sich auch in den Bilanzergebnissen für 2008 niedergeschlagen hat. Die Ergebnisse sind deutlich zurückgekommen. Wir befinden uns auf einem Ergebnisniveau wieder wie Anfang des Jahrtausends. Also wir befinden uns auf Ergebnisniveaus, wie wir sie in der Versicherungswirtschaft im Jahre 2001, 2002 hatten. Dennoch habe die Branche die Krise aus eigener Kraft bewältigt und keine staatliche Unterstützung gebraucht. Dadurch, dass in den guten Jahren vorgesorgt wurde, konnte auch das Jahr 2008 besser bewältigt werden und auch das Jahr 2009 sollte gut bewältigt werden können.